Falls ihr irgendwo den Pandaman gerade gesehen habt, ich habe ihn nicht gesehen. Nein. Auf dem Bogen? Nee. Da unten ist er jetzt. Jetzt mal ehrlich. Was für einen Text hat der Synchronsprecher an der Stelle bitte bekommen? Bitte lesen Sie das authentisch vor. War das gut? Ja, okay. Danke. なんだよ。イーストブルーから連れ去った仲間と船を守るために別れたおめえに胸打たれたな。確かだが、とにかく分かったろ。俺とあいつらはもう仲間じゃねえ。俺を捕まえたところで誰も助けになんか来ねえよ。じゃあおめえこれからどうすんだ。 解体屋になんかなる気はねえ。俺は一味をやめても海賊なんだ。まさかその船を直して海に出ようってのか。当然だ。こいつと一緒にまた冒険して、いつの日か故郷のイーストブルーへ帰るのさ。いや、帰れねえよ。さっきここへ船を引き上げるとき、 そいつをよーく見てた。その船はもうダメだ。ガレ、ふざけんな。エリー号は俺の船だ。この船はもう次の岸ですらたどり着けねえ。そうなったらもう船じゃねえんだよ。うるせえってんだよ。本当は全部知ってた。 エリーがダメだって思ってた。空島での、ある夜俺は誰もいないはずの船から木槌を叩く音を聞いたんだ。次の日の朝、船は下手くそに修繕されてた。バカバカしいかもしれねえが、俺はあれは メリー号の化身だったんじゃねえかと。そりゃお兄ちゃん、クラバウターマンさ、船乗りに語り継がれる伝説の一つだ。 Heißt das im Japanischen echt Klabautermann-san? Habe ich das gerade richtig gehört? Okay. Klabautermann-san. ネームは本当に大切に乗られた船に、のみ宿る妖精。正直、そいつを見たと直接聞くのは俺は初めてだけどよ。それじゃおめえ船の限界を知ってて仲間と大喧嘩したのか。 割り切れるもんじゃ。悪いな。ノックしたんだよ。ね。 Ich habe angeklopft. Hi. So, verpasse Luki eine Abreibung. Frankie und Lysop dürfen nicht besiegt werden. Okay. Kann ich jetzt mein Impact lernen? Wo ist denn das? Dial Spezial. Das klingt auch cool. Nehme ich. Aber eigentlich wollte ich mein Impact Dial suchen, ja. Kann ich das Flash? Nein, da fehlt mir gerade genauso viel. So. Erst einmal der Schlafstern. Der ist langweilig. Und die Shuriken-Bombe auch.
So, wie funktionieren die? Okay. Okay. Ich bin mal gespannt. Das kann eigentlich alles so bleiben. Let's go. Dark Shadow, danke für 32 Monate Treue. Super geil von dir. Na. Okay, muss natürlich angegriffen werden fürs Impact Dial. Wo bist du hin? Au. Der tut sogar richtig weh. So. Das ist cool, die Fähigkeit. Cooler Special auf jeden Fall. Frankie? Ich sehe schon, die KIs in diesem Spiel sind echt nicht so die besten, wenn Frankie einfach nur rumsteht, während ich hier alleine prügeln muss. Au. Warte mal, dann echt nicht viel Schaden. Das Problem ist, Impact Dial bringt leider nicht viel, weil die Gegner meistens nicht angreifen. Oh nice, ich habe ihn gekontert, oder? Hallo Christian. Mit deinem netten kleinen Raid. Super geil von dir. Wir verprügeln währenddessen ein großes Miezekätzchen. Sehr geil, ich bin schon wieder halb tot. Oh ja, das hat richtig gut Schaden gemacht gerade. Zu langsam. Und ich habe leider nicht gesehen, wer ist ein Sub, was es war. Und Chat hängt gerade wieder ein bisschen. Ich bin hier gerade oben am Sterben. Hast du gesehen, von wem der Sub kam? Okay. Und jetzt hast, falls der Chat das gesehen hat, ihr könnt es mir gerne mal sagen. Ich möchte mich bedanken. Jankes, danke für 11 Monate Treue. Super geil von dir. Fresh Fire! Molotov Cocktail! Und Lucky besiegt. Und nebenbei noch ein paar Chaos gesammelt. Ich hoffe, ich muss hier nicht groß Chaos sammeln für Nessrang. お前たちをエニエス・ロビーに連行する。プルトンの設計図のありかについては、そこで聞こう。間もなく海列車が出る。行くぞ。俺の知ってることを話そう。ニコ・ロビンのことだ。何か知ってるの？俺とニコ・ロビンは同様に。 世界政府が欲しがってるのはそれだ。そのために今回の事件が起きた。兵器が復活すれば、この世界は大変なことになる。だが、ニコ・ロビンは麦わらの一味が無事に島を出ることを条件に、この事件に協力し、世界政府に身を委ねると決めた。全世界に生きる全ての人間の命よりも、 あの女は、お前たち6人の命を選んだんだ。よかった。ロビンは私たちを裏切ったんじゃないんだ。そうとわかりゃ、考えることは何もねえ。すぐロビンを追いかけよう。それ以外ねえな。だけど、まあ、手段なら一つだけある。出してやろう。
Nice! S-Rang geschafft. Und wieder ein bisschen Geld. Wir davon nie wirklich viel haben. Also ich glaube, die Charaktere im Team, die keine Teufelsfrucht haben, brauchen ehrlich gesagt auch keine. So. Dann sind wir bei Enes Lobby drüben. Vorwärts, der große Kampf auf der Gerichtsinsel. Die Strohpiraten haben es geschafft, Enes Lobby zu erreichen. Ihr Ziel ist es, Robin und Frankie aus den Fängen der Weltregierung zu befreien. Aber wenn ich das wiederum richtig interpretiere, wir kämpfen nur mit Ruffy, Zorro oder Lysop. Nicht Lysop, Sanji. So, wird ja aber kurz einmal rausgehen. Jetzt mal so gucken, was wir so nebenbei alles so freigeschaltet haben. So, mal ein kleiner Zwischenstand. Die Musik! Sonst Glossar. Ereignisse. Ja, Musikansammlung. Das Münzalbum. Okay. Das Crewhandbuch. Also direkt mehrere Früchte gegessen hat keiner. Blackbeard hat einfach nur zwei. Wie, weiß auch keiner. So, jetzt können wir hier das Schatzloch. Ich will mal einfach jetzt mal, bevor wir jetzt in das Lobby weitermachen, mal so ein bisschen hier reingucken. Aber wir machen erstmal eine kurze Werbepause. Und ich kann auf Toilette laufen. Von daher, lauft nicht weg. Bin gleich wieder da. Hallo. Na, ihr? Vielleicht heute einfach sneaky, während ich in den Pausebildschirm gehe, einfach noch eben einen Zap reinhaut. So. Jo. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt mit Enes Lobby weitermachen, gucken wir uns mal die Sidequests mal an. Was genau man da so macht und wie die funktionieren. So, der Spinatschädel und die gekräuselte Augenbraue. Hey, Spinatschädel. Was hast du gesagt, gekräuselte Augenbraue? Diese beiden kämpfen schon wieder. Okay. Ich sehe schon, wir dürfen auch noch ein paar andere hier mit verwenden. Was haben wir denn? Also Marco müssen wir noch S-Rang in 30 verschiedenen Episoden kriegen. Bartolomeo haben wir direkt freigeschaltet von Anfang an anscheinend. Crocodile haben wir schon. Gut, für Buggy müssen wir 15 verschiedene Episoden im Schatzlogbuch abschließen. Für Smoker. Ui! Zagalon! Danke für deine sehr großzügige Spende. Lass mich kurz mal reinschauen. Das erinnert mich daran, dass ich One Piece mal wieder weiterschauen muss. Und es sind schon ein paar Jahre her. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Ja, vielen lieben Dank. Auf jeden Fall und super geil von dir. So. Smoker, schließe die Episode. Im des Episodenrangs East Blue im Schatzlogbuch ab. Na gut. Und Tashigi. Sabo hätten wir auch noch, Ivankov 30 verschiedene Episoden abschließen, Reiju hätten wir und bei Niji müssen wir noch insgesamt 30.000 Gegner besiegen. Joa, die Sache ist, die vier kennen wir schon. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir schnappen uns Bartolomeo und gucken mal, wie witzig das wird. So. Ich guck mal, ob ich dem noch irgendwas geben kann. Erstmal hier die Techniken und die Fähigkeiten direkt schon mal. Ein bisschen mehr Leben kann ich dir geben. Techniken verbessern ist auch nochmal ganz gut. Nein, noch eine Fähigkeit nicht. Ein bisschen mehr Angriff kann nicht schaden. Ein bisschen mehr Verteidigung kann nicht schaden. Und ein bisschen mehr Ausdauer. So alles auf Level 4 zumindest. Und sein Leben vielleicht auch noch auf Level 4 erhöhen. Okay. Was haben wir da noch?
Münzsammler. Erhöht die Anzahl erhaltener Münzen nach einem Kampf. Oh! Gib volle Kanne natürlich. Je mehr Münzen, desto besser auf jeden Fall. So. Joa. Was haben wir denn hier? Barrier Ability Tarei. Das ist eine Barriere von oben auf die Gegner. Von oben auf Feinde in der Front fallen. Verärgert getroffene Gegner. Okay. Bari Bari no Pistole. Fahr zur Hölle. Und die Barrier Ability Aircraft. So. Erstmal Münzsammler und den Kopfgeldjäger. Sprich, mehr Münzen, mehr Geld, mehr Stuff. So. Ne. Oh, hallo Reiju. Der hat interessante Attacken auf jeden Fall, aber er ist ziemlich lahm. So im Vergleich zu allen anderen, die wir bis jetzt eben hatten. Ne, random Mihawk da hinten. Au. Yikes. Reiju, bleibst du bitte mal stehen? Au, die tut richtig weh. Also schleudert mich zumindest hin und her die ganze Zeit. Ich sehe nichts mehr. Hallo Mihawk? Ich wollte dich jetzt hier nicht haben. Hier, fress mein Papierflieger. Das sieht witzig aus, wie er hier rumslidet. Rage hat auf jeden Fall Speed. Oh ja. So, Rage ist schon mal weg. Das sieht so witzig aus, wie der rumläuft. So, den Piraten kommen wir dann erstmal fertig. So, Junge, hier lief noch ein Mihawk rum. Mihawk regt sich auf. Wie läuft der? Das sieht so witzig aus. Dong, dong. Ah, ich sehe schon, er ist eher so der schwerfällige Typ, der einfach drauf schlägt. Das ist auch ganz witzig, aber ich glaube, Bartolomeo wäre schon mal nicht so ganz meiner. Ah, ein bisschen Angriffsboost. So, der nächste Kommandant. Und Eki läuft auch hier irgendwo rum. Okay. Nehmen wir das Gebiet erstmal ein. Zorro hat begonnen, in die falsche Richtung vorzurücken. Just a typical Zorro. So. Dann laufen wir mal da hinten hin. Sieht witzig aus, wie er da rumslidert. So, er ist wieder Bari Bari no Pistol. Nein, er hat mit Sicherheit nicht Ruffy nachgemacht mit seiner Attacke. Da ist Bege. Nehmen wir den erstmal mit.
Ichiji. Wie war das? Ichiji soll anscheinend den Synchronsprecher von Sasuke haben. Muss ich mal darauf achten, wenn wir den irgendwann auch mal spielen. Und was war jetzt die Nebenmission? Hab ich nicht drauf geachtet. Oh. Wege besiegt? Nee, gar nicht. Jemand anderen habe ich besiegt. Bege? Da ist Bege. Da war Bege. Ich korrigiere. So. Wo ist denn der nächste? Da hinten hin. Ach, eckige zu mir? Ah, das war die Nebenmission. Besiege Bege. So. Kämpfen wir gegen Sanji. Ist echt interessant, wer da alles zu wem gehört. Ich glaube, Tashigi würde sich nie Zoro anschließen, aber gut. Sogar der Post-Time-Skip Sanji sehe ich gerade. Voll gar nicht aufgefallen. Ding, ding, ding. So, hier. Ich glaube, er ist von meiner Bari-Bari-Pistole wieder weggelaufen. Wobei, haben noch gut getroffen. Sanji, bleibst du mal stehen? So. Einer da. Wow! Sanji Highspeed Tashigi. Auch weg. Oh shit. Ruffy im Gegnerteam. Also wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich dürfte ich ihn nicht mal angucken können, ohne gelähmt zu sein, oder? Wenn wir ehrlich sind. Eigentlich habe ich instant verloren, sobald Ruffy im Gegnerteam ist. Ist das überhaupt? Ja, ich glaube, Ruffys größter Fan trifft es echt gut. Es gibt, glaube ich, keinen, der ein größerer Fanboy von Ruffy ist als Bartolomeo. Da lang. Der weiß alles. Wie sieht das denn aus? Kann ich ihm Schaden machen? Das wäre jetzt witzig gewesen, wenn ich einfach keinen Schaden machen könnte. Aber es ist, glaube ich, im Endeffekt wirklich einfach nur ein riesiger Fanboy und, joa, liebt Ruffy über alles. Und kommt recht spät vor. Und er hat die Barriere, Teufelsfrucht. Und kann, wenn er seine Finger kreuzt, Barrieren aufbauen. Was? Brûlé ist auch da? Okay. Didn't see that coming, dass die auch spielbar oder zumindest als Gegner da ist. So, waren wir denn noch Gegner? Alter, wie viel kommen da bitte raus? Hier, fress das. So, Kappe wieder voll. Verprügel Brûlé. Wo ist sie denn? Das ist nur der Anführer. Brûlé besiegt. Was? Wann? Spiel, was? Hä? Also ich bin es ja gewohnt, Missionen schnell abzuschließen, bevor die überhaupt auftauchen, aber... Was? Ich habe die Mission so schnell geschafft, ich habe nicht mal gesehen, dass die da war. Oh, das wollte ich nicht machen. So ein bisschen ist er, glaube ich, eher auch so ein Techniktyp, oder? So wie Lysop. Habe ich das Gefühl. Weil er geht auch schon so ein bisschen auf Fernangriff. Naja, von da oben. Gehen wir den auch noch verprügeln. So. Ja.
Also ich würde gerne auch schon die 2000 K.O.s gerne reinkriegen. So, ich glaube, wir können auch schon mal Richtung... Oh, ich drücke immer in die falsche Richtung. Ich will nur nach vorne dashen. Wir können schon mal Richtung Zorro gehen. Der läuft auch sehr interessant. Aber irgendwie sind hier kaum Gegner bei Zorro. Aber der kämpft auch in unserem Gebiet, sehe ich gerade. Also der Papierflieger ging ja voll ins Leere. Lass Zorro mal kurz in Ruhe. Und geh eben nochmal schnell mir die 2000 K.O.s eben voll machen.